Hey Südtrottel, sie stehen im Licht. Hör auf, Billy, lass uns spielen. Du sollst doch nicht... Okay, okay. Du schummelst, Jessie. Ein nerviges Kind mit zwei Mund. Wenn ich stark bin, dann gewinne ich bei jedem Spiel. Hey, hey, Freundchen, wie heißt du? Ich heiße Billy, und Sie? Ich kann mich nicht erinnern. Nein, auch gar nicht. Nicht, dass ich mit Fremden rede. Also gehen Sie jetzt besser. Wo ist denn deine Mutter? Ich würde echt gern mit ihr reden. Mutter redet nur mit uns Kindern, nicht mit so einem Scheißer wie ihn. Ihre Hände und das Gesicht sind total entstellt. Wer bist denn du? Ich heiße Jessie Hatcher. Und Sie? Ich kann mich nicht erinnern. Mutti sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, deshalb sollten sie besser gehen. Wo steckt denn deine Mutti? Ich würde gerne mal mit ihr reden. Mutti ist überall. Das Mädchen hat zwei Holzbeine. Wer bist denn du? Megan John. Aber du kannst mich Schwangbein nennen. Alle Kinder nennen mich so. Aber das ist gemein. So würde ich dich nie nennen. Oh, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Wie heißen Sie denn? Max? Sarah möchte dich jetzt sehen. Ich heiße Max. Das ist aber ein schöner Name. Hey, jetzt sind Sie kein Fremder mehr. Wo sind wir? Wie heißt diese Stadt? Das ist hier unser Zuhause, Sie Dummerchen. Das ist mir schon klar, dass das dein Zuhause ist, Meg. Aber wo bin ich? Ich meine, hat diese Stadt keinen Namen? Oh, haben Sie denn das Schild nicht gesehen? Ich habe in dieser Stadt noch keinen einzigen Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern? Und die anderen Erwachsenen? Tut mir leid, Max, aber Mutti will nicht, dass wir darüber reden. Warum denn nicht? Mutter sagt, alle Erwachsenen außer ihr selbst sind böse und wir sollen nicht mit ihnen reden. Erwachsene sind böse? Verstehe ich nicht. Warum misstraut deine Mutter so sehr allen anderen Erwachsenen? Sie sagt, Stolz führt zur Zerstörung oder sowas ähnliches. Was soll das denn heißen? Habe ich schon viel zu viel geplappert. Du spielst wirklich gern mit dem Springseil, hm? Aber sag mal, tut das nicht weh mit deinen Prothesen? Was? Ach so, meine Beine. Nee, das ist kein Problem. Außerdem sagt Mutti, dass ich da überhaupt nicht mehr dran denken werde, sobald ich groß bin. Jessie, stimmt's? Der Tic-Tac-Toe-Champion. Und wer bist du? Ich heiße Max. Oh, was ein doofer Name. Das ist aber gar nicht nett. Was würden deine Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass du so redest? Die sind nicht da. Und sie sind nicht mein Vati. Die können mir gar nichts sagen. Wo sind denn deine Eltern? Die sind alle in... Jessie, halt die Klappe! Er ist ein Großer und du kennst doch Muttis Regel. Was ist denn Muttis Regel? Wir sollen eigentlich nicht über unsere Eltern reden. Und wenn wir es doch tun, dann stecken sie uns aufs Kürbisfeld. Erzähl mir doch mal vom Kürbisfeld, Jessie. Was ist daran so besonderes? Da geht keiner rein. Es sei denn als Strafe, so wie bei Maria. Echt übel da drin.
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Hä? Ach so, das hat Mutti gemacht. Bin ich nicht hübsch? Hoffentlich werde ich mal so hübsch wie Mutti, wenn ich groß bin. Finden Sie nicht, dass ich hübsch bin? Ja klar. Du bist sehr hübsch, Jessie. Mein Gott, was ist denn hier nun los? Was für ein Spiel habt ihr denn da? Tic-Tac-Toe. Wollen Sie es riskieren? Ich bin die Beste drin. Kannst du mir die Regeln erklären? Na, Sie legen hier ein X und ich lege eine 0. Hier in die Felder. Wer drei übereinander oder nach oben und unten legt oder diagonal legt, hat gewonnen. Lass uns eine Runde spielen. Dann werden wir sehen, ob du so gut bist, wie du sagst. Ha, Sie halten sich wohl für super clever, aber Sie sind auch nichts anderes als ein großer, dummer Junge. Ein einfaches Kinderspiel. Sollte kein Problem sein. Echt Krötenkacke ist besser als das Spiel hier. Ich hasse das. Das ist nicht fair. Ich gewinne nie. Na, schätze, du bist doch nicht so gut, wie du dachtest, Jessie. Ich habe sie bloß gewinnen lassen, weil sie hier neu sind. Aber für einen Jungen sind sie ziemlich clever. Ich habe bisher nur ein paar Mal verloren, aber immer nur gegen Mädchen. Mädchen sind viel klüger als Jungs. Mädchen sind döber. Halt die Klappe, Billy, du Doofkopf. Welche Mädchen haben gegen dich gewonnen? Meg und Eileen, das sind ihre besten Freundinnen. Du bist doch Billy, nicht wahr? Habe ich Ihnen doch schon 100 Mal gesagt. Ist Ihnen inzwischen Ihr Name wieder eingefallen, Herr Namenlos? Ich heiße Max. Oh, das ist ein guter Name. Besser als Herr Namenlos. Ich hatte mal einen Goldfisch, der Max hieß. Aber den hat meine Katze gefressen. Die hat danach 2 Tage lang in Gelb geschissen. Ach, das ist ja ekelhaft. Wissen deine Eltern, dass du solche Geschichten erzählst? Ja, aber die sagen nichts. Gelbe Kacke, gelbe Kacke. Wo sind denn deine Eltern? Soll ich nicht sagen, sagt Mutter. Ah, mir kannst du es doch sagen. Ich bin doch dein Freund, hä? Nö. Billy, diese Engelstatue da drüben, hat die, ich meine, hat die sich schon mal bewegt? Dober Herr Gelbkacke, Sie haben wohl nur Probleme hören. Statuen bewegen sich doch nicht. Die hier schon. Es war... Hast du das nicht gesehen? Die hat mich von weit her hierher gebracht. Hat ihre Flügel um mich gelegt und... Hören Sie bloß auf, Sie machen mir echt Angst. Was für ein Spiel spielst du denn da? Tic-Tac-Toe. Jessie ist die Beste, die es gibt. Außer wenn sie mogelt. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Meinem? Gar nichts. Mami sagt, die sieht gut aus. Und was ist mit ihrem Gesicht? Macht Mami ihr es auch so schön? Nein, Billy, ich hatte einen Unfall. Und dieser Verband hilft, damit es mir wieder besser geht. Jessie ist zwar ziemlich gut in dem Spielchen, aber ich habe sie gerade geschlagen. Nö, sie blöd, Mann. Ich habe dir die ganze Zeit dabei zugeguckt. Vielleicht solltest du das nächste Mal mehr auf deine Klappe achten. Mysteriösen Kindstode in jüngster Zeit. Experten sind ratlos über die Ursache. Und wir können uns nur fragen, ob jemand den tragischen Verlust unserer Kinder stoppen kann. Stemmeisen. Kann man immer gebrauchen. Ja.
Gesicht des Jungen ist gesprenkelt, fast wie ein Blatt. Hey, hallo, wie heißt denn du? Markus heiße ich. Ich heiße Markus Williams. Und Sie? Ich heiße Max. Hallo, Max. Ich denke, jetzt sind Sie kein Fremder mehr. Ich habe noch keinen einzigen Erwachsenen hier gesehen. Wo stecken deine Eltern und all die anderen Erwachsenen? Mama hat sie alle verjagt. Verjagt wohin? Tut mir ja leid, aber das darf ich nicht sagen. Warum seid ihr Kinder alle auf dem Friedhof? Weil Dennis so gern hier ist. Ihre Beine sind wie Baumwurzeln. Hallo, junge Frau. Wie heißt du denn? Eileen Daly. Und Sie? Ich heiße Max. Das ist aber ein schöner Name. Ich habe hier noch keine Erwachsenen gesehen. Wo sind denn all die Eltern? Wo sind alle Erwachsenen? Die sind, die sind alle irgendwie weg. Irgendwie weg? Sie haben euch Kinder allein gelassen? Oh, wir sind ja nicht allein. Mutter ist ja da, um auf uns aufzupassen. Wo ist denn eure Mutter? Ich würde gerne mal mit ihr reden. Mann, tut mir ja leid, aber wir sollen niemandem gegenüber drüber sprechen. Warum denn nicht? Weil Mutter nicht gestört werden will, wenn sie sich ausruht. Warum seid all ihr Kinder hier auf dem Friedhof? Unser Anführer Dennis spielt hier gern Verstecken. Kann ich mal mit euch Verstecken spielen? Da müssten Sie Dennis fragen. Aber eigentlich würde ich im Moment lieber meine kleinen Kürbisse pflanzen als spielen. Du magst Kürbisse, hm? Mhm, ich mag die hübsche orange Farbe so. Orange, Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir Billy erzählt hat. Ih, hat er Ihnen etwa diese furchtbare Katzengeschichte erzählt? Ganz schön eklig, nicht? Ja, eben ganz Billy. Spielst du Tic-Tac-Toe mit Jessie? Ja, sie denkt, sie ist die Beste, aber ich habe sie schon 7-mal besiegt. Dieses Kind ist ja noch ein halbes Baby. Hallo, du, wie heißt denn du? Derek. Und Sie? Ich heiße Max. Hallo, Max. Ich bin Derek. Ja, weiß ich doch. Komisch, ich habe hier gar keine Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern? Und die anderen Erwachsenen? Weiß nicht. Warum steckt all ihr Kinder auf dem Friedhof? Weil Dennis das so will. Armes, verunstaltetes Kind. Wie heißt du? Naja, seitdem alle Erwachsenen weg sind, nennen mich alle Lampi. Hast du noch einen anderen Namen? Einen richtigen Namen? Mein richtiger Name ist Larry, aber so nennt mich keiner mehr. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Max. Ist zwar nicht so cool wie meiner, aber wahrscheinlich heißt das, dass du jetzt kein Fremder mehr bist und ich mit dir reden kann, oder? Ja, genau. Ich habe in dieser Stadt keinen einzigen Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern und alle anderen Erwachsenen? Mami sagt, wir sollen mit niemandem darüber reden. Besonders nicht mit euch Großen. Sorry. Das Kind hat einen Arm zu viel. Nicht von hier. Wie heißt du? Kann Ihnen doch egal sein, Sie Blödmann. Ja, nun reg dich mal ab. Musst ja nicht gleich so übertreiben, oder? Ach, meine Güte, war doch nicht so ernst gemeint. Hab doch nur einen Witz gemacht. Also Dennis O'Toole. Und Sie? Ich heiße Max. Ha, das passt ja. Was ein blöder Name. Ich habe hier nirgendwo Erwachsene gesehen. Wo sind die denn alle abgeblieben? Hat Mutter mitgenommen. Von daher wäre ich an ihrer Stelle vorsichtig. Schließlich sind Sie der einzige Erwachsene hier. Und Mutter kann so Leute nicht ausstehen. Vorsichtig sein. Jetzt habe ich aber die Nase voll von solchen Drohungen, mein Lieber. Mein Gott, regen Sie sich doch nicht so auf. Hab doch nur gesagt, Sie sollen aufpassen. Warum seid all ihr Kinder hier auf dem Friedhof? Weil es uns hier gefällt. Die anderen haben viel zu viel Muffe, um hier zu spielen. Was spielt ihr denn? Die spielen so Zeug wie Tic-Tac-Toe. Wir spielen lieber Verstecken und sind darin die Besten. Wir verlosen sogar einen Preis. Und wie sieht der Preis aus? Die Schlüssel zum Laden in der Stadt. Da ist jede Menge cooles Zeug drin. Unsere Festung, Süßigkeiten, alles.
Warum seid ihr die Besten? Wegen unserer Geheimwaffe. Ehrlich? Was für eine Geheimwaffe habt ihr denn? Wenn ich das sagen würde, wäre es ja keine Geheimwaffe mehr. Schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Wie ging das nochmal? Ist so einfach, dass sogar Sie das können. Augen zu, bis 10 zählen. Sie verstecken uns und dann versuchen Sie uns zu finden. Für jeden, den Sie finden, gehen wir zur Basis zurück, zum Engel im Zentrum. Wenn Sie uns alle finden, kriegen Sie den Schlüssel. Klingt ziemlich einfach. Ja, aber erstmal abwarten, ob Sie uns auch alle finden. Kann ich eine Runde mitspielen? Klar, wenn Sie sich mal so richtig zum Affen machen wollen. Jetzt lang's aber, Großmaul. Kannst von Glück reden, wenn ich dich nicht finde. Na komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch ein Grabstein. Chat F. Wartet darauf, ein Zombie zu werden. Keine Ahnung warum, aber diese Singerei macht mich nervös. Schreckliche Kinder. Ich gewinne wieder, Billy. Du kannst mich nie Da bist du ja. Ich heiße Timmy, Timmy O'Toole. Aber Sie können mich Timmy nennen, das tun die anderen auch. Und wie heißen Sie? Ich bin Max. Das ist doch ein guter Name. Und jetzt sind Sie auch kein Fan bei mir. Warum sind denn keine Erwachsenen in der Stadt hier? Keine Eltern, wo sind alle Erwachsenen? Mutti sagt, der liebe Gott hat sie alle vertrieben, weil wir seine ganz besonderen Kinder sind. Besondere Kinder? Was meint denn deine Mutter nur damit? Mutti hat gesagt, der liebe Gott habe sie uns geschickt, damit sie uns beschützen kann. Beschützen vor was? Na, der Krankheit, ist doch klar. Krankheit? Die Fleischkrankheit. Fleisch? Ist sie etwa Vegetarierin? Was ein Vegetar-Dingsbums. Jemand, der nur Gemüse isst, keine Tiere? Ja, ich glaube schon, dass sie sowas isst. Und? Wie beißen die Fische heute? Nicht so toll. Aber solange ich hier sitzen kann, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Heißt das, dass du nie in die Stadt gehst? Naja, nur zur Kirche. Aber ich habe die Glocken schon lange nicht mehr läuten hören. Was soll das heißen? Vater hat immer vorher die Glocken geläutet. Aber seit die Erwachsenen weg sind, hat keiner mehr geläutet. Ehrlich? Wieso nicht? Dennis hat das Seil durchgeschnitten, damit keiner mehr läuten kann. Ist Dennis dein Bruder? Ja, aber ich mag ihn nicht besonders. Er ist ziemlich gemein zu mir. Gemein? Wieso? Er will nicht, dass ich mit ihm und den anderen Kindern Verstecken spiele. Er sagt, ich sei bloß ein blödes kleines Kind. Ein Stück. Bist du ja? Mein Gott, was für ein Versteck ist denn das? Verweste Leichen. Ob dies die Eltern waren? Wenn ich die Kinder direkt frage, regen sie sich sicher nur auf. Die heutige Predigt sagt,
Psalm 4, Vers 51. Die Tore zum Himmel. In Reichtum und Armut, in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod euch scheide. Was das wohl soll? Aha. Hier sind ein paar Akten. Steht was über den Ortspfarrer O'Toole. Er hat behauptet, dass der Komet das Auge Gottes sei und ein Zeichen des himmlischen Zorns über die Bewohner. Ehemann wegen Tod der Frau befragt. Da steht, dass Marilyn Driscoll in der Badewanne mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden wurde. Die Polizei hat routinemäßig auch den Ehemann Jeddah vernommen. Stein. Da bist du ja. Parken. Ein Artikel über den neuen Stern am Himmel. Viele Leute haben ihn gesehen, aber ein Astronom meint, der Stern sei eigentlich ein Komet. Ein Artikel über das jährliche Kürbisfest im Ort. Sollte das bisher größte sein. Lass mich wissen, wann es anfängt. Interessante Nachricht. Sieht so aus, als ob ein Komet seine Laufbahn geändert hat und auf die Erde zukommt. Das Auge Gottes erleuchtet die Nacht. Mach das nicht, Billy! Sonst gewinne ich in zwei Runden! Nein, auch da nicht! Und Stein. Das sollte Aufmerksamkeit erregen. Eine Angel. Dennis O'Toole, stimmt's? Sie haben es erfasst. Na und? In den Zeitungen stand was über einen Pastor O'Toole. Bist du mit ihm verwandt? Ja, ist mein Alter. Den würde ich gern mal sprechen. Ist er irgendwo hier? Ganz in der Nähe. Aber reden können Sie mit dem nicht. Warum? Weil das nur Mutter darf. Nur deine Mutter? Heißt das, du darfst deinen eigenen Vater nicht sprechen? Stimmt genau. Mutter sagt, die müssen erst lernen, Kinder zu erziehen. Und wir sollen sie in Ruhe lassen. Wo denn in Ruhe lassen? Ha, so doof bin ich auch wieder nicht. Jedenfalls kein Plaffermaul. Ist das da drüben die Kirche deines Vaters? Ja, das ist St. Michael. Thank you.
stimmt's? Genau. Ich glaube wegen meines Buckels. Ganz schön cool, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich habe die Zeitung gelesen und da stand was über einen Mann namens Jeddah Driscoll drin. War das dein Vater? Ja, genau. Ein Gummischlauch. Der Schlauch hier sollte abgehen. Anzeige. Marilyn Lee Driscoll, 32 Jahre alt, starb Samstag. Ehemann Jeddah, Tochter Carol und Sohn Lawrence. Ich habe euch alle gefunden. Dann rückt mal die Schlüssel raus. Ach, Sie eingebildeter Lackaffe! Sie haben wohl unsere Geheimwaffe vergessen! Hätte ich mir ja denken können, dass ihr mogelt. Was habt ihr euch denn jetzt einfallen lassen? Jetzt mal halblang! Ich habe ihm von Anfang an von unserer Geheimwaffe erzählt und Sie haben nicht gewonnen! Wie bitte? Ich habe euch alle gefunden! Haben Sie nicht! Wie bitte? Carol haben Sie nicht gefunden. Sie ist nämlich unsere Geheimwaffe. Sie ist von uns allen die Beste und versteckt sich schon seit Ewigkeiten. Deine Freunde wiedersehen. Selbst Krötenkacke ist besser als das Spiel hier. Ich hasse das. Scheint, als ob du fertig bist mit dem Einpflanzen. Ich gewinne nie. Kann ich mir jetzt mal deine Schaufel borgen? Klar doch. Ich gewinne wieder, Billy. Mutter kann so still, wie ich denn nicht schwach wird. Billy ist ein Verlierer. Billy ist ein Verlierer. Spielst du nochmal? Dieses verweste Kind muss Carol sein. Dennis Geheimwaffe. Tut mir leid, das von deiner Mutter zu hören. Aber wenn sie tot ist, wer ist dann die Mami, von der du immer redest? Das ist meine neue Mutter. Und die hat mir versprochen, dass sie niemals von mir weggeht. Aber wie kann die sowas versprechen? Ich meine, wir alle müssen irgendwann mal weggehen. Nee. Mami sagt, dass wir ewig leben werden, sobald sie mit uns fertig ist. Ah, ich merk schon. Carol und du, ihr mögt euch, oder? Ja, ich freue mich so, dass sie wieder da ist. Danke, dass Sie mir geholfen haben, sie zu finden. Kein Problem. Glaube ich wenigstens. Mach das nicht, Billy. Sonst gewinne ich in zwei Runden. Nein, auch gar nicht. Morgen bist du blöd. Okay.
Okay, du kleiner Mieserwicht. Ich habe eure Geheimwaffe wohlgefunden. Zufrieden? Also, her mit den Schlüsseln. Sie sind das Längste. Nehmen Sie mal das Schlüssel. Danke, Dennis. Wenn ich hier eine Hexe mache, dann macht sie um einen Kreis. Und dann mache ich das Hexe um. Ein Schlüssel. Benzinkanister. Hier sind ein paar Akten. Das klingt, als ob im Mord wirklich ein Komet eingeschlagen ist. Ein Erdrutsch blockiert die Landstraße, Brücken sind eingestürzt, Stromausfälle. Der Rest der Seite ist weggebrannt. Noch ein Artikel. Pastor O'Toole als Übergangsbürgermeister eingeschworen. Er hat ein Gesetz gegen das Beschneiden der Triebe gemacht, weil er meint, die Leute sollten die Strafe für ihren Stolz und ihre Gier akzeptieren. Wegen der schlechten Wirtschaftslage ist dies die letzte Ausgabe der Tageszeitung. Noch was. Die Anklage gegen Jeddah Driscoll wegen Kindesmisshandlung ist zurückgezogen worden. Oh Gott, sie ist ein halber Wurm. Das Mädchen hat keine Augen. Ob sie irgendeinen Unfall hatte? Entschuldige, junge Dame, aber könnte ich gerade mal mit dir reden? Na klar, so viel Besucher kriege ich ja nicht. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Maria. Maria Santiago. Wo sind wir? Wie heißt diese Stadt hier? Hier gibt's keine Stadt. Nicht mehr. Was meinst du damit, nicht mehr? Es gab mal eine Stadt hier. Aber das war, bevor Mutter kam. Alle waren happy hier und alles war in Ordnung. Bevor Mutter kam? Wie meinst du das? Sie sind neu hier. Sie können's nicht verstehen. Nein, kann ich wirklich nicht. Und du verwirrst mich nur noch mehr. Könntest du mir es vielleicht erklären von Anfang an? Tut mir leid. Wenn Sie wirklich verstehen wollen, was hier los ist, sollten Sie die Zeitungen im Rathaus lesen, obwohl ich sie noch nicht gesehen habe. Kommen Sie doch ein bisschen später nochmal vorbei, dann können wir uns mehr unterhalten. Ich würde Ihnen ja auch den Weg ins Rathaus zeigen, aber meine Augen... Ich habe die alten Zeitungen im Rathaus gelesen, Maria. Na prima! Sie haben es also gefunden. Und worüber wollen Sie jetzt reden? Ich habe noch keine Erwachsenen in dieser Stadt gesehen. Wo stecken die? Und wo sind deine Eltern? Entschuldigung, aber Mutti hat uns verboten, darüber zu reden. Ich höre ständig Mutter, aber es klingt nicht so, als ob sie irgendjemandes richtige Mutter wäre. Wer ist diese Frau? Sie ruht sich gerade aus. Sonst würde ich auch nicht mit Ihnen reden. Aber Sie haben recht. Sie ist wirklich von niemandem die richtige Mutter. In Wirklichkeit... Maria, was ist los? Ich glaube, sie wird gerade wach. Ich kann nicht länger mit Ihnen reden. Sonst hört sie mich und wird furchtbar wütend. Aber... Verdammt. Verboten? Aber warum? Warum darfst du denn nicht über deine Eltern sprechen? Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich will's ja sagen, aber ich will bestimmt wieder bestraft, wenn ich's tue. Bestraft? Wie denn? Das Kürbisfeld. Sie wird mich bestimmt wieder dorthin stecken und das ist grausam da. Von hier aus?
Chaos sieht's aber gar nicht so schrecklich aus. Aber sobald sie drin sind, wird alles ganz furchtbar. Warst du vorher schon mal dort? Ja, die anderen haben mich reingeschleppt. Die anderen Kinder? Die haben nur gemacht, was Mutter ihnen befohlen hat. Wollten mir eine Lektion erteilen. Was für eine Lektion, Maria? Niemals nach unseren Eltern zu suchen. Das hatte Mutter uns verboten, aber ich war zu neugierig. Dabei hat sie mich gesehen und dann den anderen Kindern gesagt, dass sie mich zum Kürbisfeld bringen sollen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, nur noch an die furchtbaren Vögel. Schwarze Flügel. Sie haben in meine Augen gehackt. Das hat irre weh getan. Aber als die Vögel weg waren, hat mir Mutter alle Schmerzen genommen. Das ist ja furchtbar. Wie können Sie sowas nur einem Kind antun? Ist schon okay. Und jetzt lange nicht mehr so schlimm. Ich habe mich fast schon dran gewöhnt. Und wenn Mutter wieder wach ist, wird sowieso alles wieder besser. Okay. Was machst du? Bitte. Ich will nicht mehr drüber reden. Ich habe schon viel zu viel gesagt. In den Zeitungen stand mal was von einem Prediger namens O'Toole. Kanntest du den? Ja, der hatte große Angst vor dem Komet. In der Kirche sagte er, dass Gott wegen der Kürbisse wütend sei und dass er uns bestrafen würde, weil wir das Land so ausgenutzt haben. Ein Komet? Vielleicht hat er die Pflanzen so wild wachsen lassen. Mutter hat gesagt, dass der Komet ein Zeichen war, dass sie bald kommt und dafür, dass wir besondere Kinder sind. Das Tor hat ein Zahlenschloss. Ich brauche die richtige Kombination, um das Ding zu öffnen. Mal schauen. Ist wohl an der Zeit, sich das Feld mal anzuschauen. Auf in den Kampf, Junge! Na, das Ding fährt nicht mehr. Wollte wohl lieber verbrennen, als langsam verblassen.
Dieser Stein muss die Quelle allen monströsen Pflanzenlebens sein. Sieht metallern aus. Sieht aus wie ein Starthilfekabel. Könnte nützlich sein. Was für ein widerlicher Albtraum. Schau an, da sind sie ja. War wohl nicht zu vermeiden. Trotzdem hatte ich gehofft, dass das Kürbisfett sie abhält. War wohl nicht. Aber ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, dass sie es geschafft haben, herzukommen. Ich war so sicher, dass ich ihresgleichen ausgerottet hatte, bevor ich einschlief. Die ganze Luft um sie herum riecht nach ihnen. Was für eine Beleidigung meiner empfindlichen Sinne. Mein Gott, was sind Sie denn? Ich bin jenseits Ihrer Vorstellungskraft, Sie Mensch. Aber Sie können mich so nennen wie die Kinder. Mutter. Mutter? Ich sollte Sie so nennen, wie Sie sind. Der Inbegriff von Abscheu. Passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Mensch. Ich bin diesen Setzlingen mehr Mutter als Sie oder sonst wer jemals sein könnten. Das sind aber keine Setzlinge, sondern Kinder. Aus Fleisch und Blut. Sehen Sie das nicht? Natürlich. Aber es ekelt mich. Animalische Behälter voller Felle. Ein Wunder, dass sie nicht alle zerplatzen. Was für ein minderwertiger Körper für die Seelen dieser Kinder. Aber warum haben Sie das getan? Die Kinder waren in Gefahr. Was denn für eine Gefahr? Sie haben ihnen mehr geschadet als... Als was? Ihresgleichen? Das Fleisch namens Jedda hat mir gezeigt, wie gefährlich ihresgleichen sein kann. Und der eine Prediger auch. Jedda? Den Namen habe ich auf dem Schild am Kürbisfeld gelesen. Aber was hat der mit all dem zu tun? Er hat mir klar gemacht, was für Teufel ihr alle seid. Jedda hat sein eigenes Kind gequält und getötet. Die ganze Stadt hat bei Jeddas Verbrechen an Carol weggeguckt. Und das war genauso schlimm wie die eigentliche Tat. Und deshalb mussten alle sterben? Das wäre doch letztendlich sowieso passiert. Ich habe die Sache nur ein bisschen vorangetrieben. Warum sind Sie so besorgt um Carol? Weil sie mir zugehört hat, wenn alle anderen mich links liegen gelassen haben. Ich habe versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, aber... Carols Stimme war wie Musik. Sie war mir der liebste Mensch und ich habe sie im Stich gelassen. Und was hat der Pastor damit zu tun? Was soll der denn falsch gemacht haben? Er war ein abergläubischer Narr. Hat Paranoia und Angst verbreitet und damit jeden normalen Gedanken behindert. Alle anderen haben ihm vertraut. Und als er gesagt hat, dass Jedda für Carol keine Gefahr ist, haben sie auf ihn gehört. Wenn Sie so mächtig sind, wie Sie sagen, warum haben Sie mich dann noch nicht zerstört? Alles zu seiner Zeit, wie unbedeutendes Stück Fleisch. Alles zu seiner Zeit. Ich bin aber kein Stück Fleisch, sondern Max. Ihr Name ist vollkommen egal. Für mich sind Sie nichts als ein Stück Fleisch. Wenn Sie das wirklich glauben, warum haben Sie dann die Kinder verschont?
Die sind doch auch nur Fleisch. Stimmt. Aber die sind hin und her gerissen. Bei ihnen besteht noch Hoffnung. In ihren Zellen steckt noch genügend Unschuld. Wenn ich ihnen diese Unschuld bewahren kann, haben sie noch eine Chance auf die Erlösung. Und Sie glauben, Sie sind die Erlösung? Was für ein Betrug. Von wegen Betrug. Sobald ich ihre Transformation beendet habe, werden die Kinder für immer eins sein mit mir. Das ist ihre Erlösung. Indem Sie einfach Pflanzen aus ihnen machen? Das nennen Sie Erlösung? Einfache Pflanzen? Sie groteskes Stück Fleisch. Ihre Zellenstruktur ist dermaßen minderwertig, dass mir schlecht wird, wenn ich sie nur anschaue. Ich sehe nichts als Chaos. Kein Vergleich zu meiner wahren Größe. Und warum haben Sie dann so viel Angst vor mir, wenn ich so unbedeutend bin? Angst? Vor Ihnen? Was für ein Größenwahn! Ich glaube, Sie überschätzen sich selbst, Sie perverses, aufgeblasenes Ekelpaket. Sie unverschämter Wurm! Ich muss das Monster töten, bevor es die Kinder tötet. Ein Schraubenschlüssel, bereitgestellt von... Na danke, Mutter. Starthilfekabel. Keine gute Idee, das kann ich hier nicht geben. Ein leerer Benzinkanister. Ein Gummischlauch. Das wird... Eine Sauerei. Danke, dass du uns befreit hast, Max. Jetzt, wo die Mutter vernichtet ist, benehmen sich alle Kinder langsam wieder normal. Sie sind durch den Tunnel gegangen, um sich dem Rest der Welt anzuschließen.
Ich habe auf dich gewartet. Ja, aber wohin gehen wir?